So, und damit geht's auch schon los zum heutigen JFD Workshop. Ich grüße euch ganz herzlich, Chris Kammerer on Air zum heutigen Event. Ihr seht momentan noch unsere Startpage. Da will ich gleich mal ein Stück weit für Aufklärung sorgen. Für alle die, die es nicht wissen, und so durch Zufall hier gelandet sind oder die Aufzeichnung vielleicht in einer späteren Zeit, zum späteren Zeitpunkt als Nachgang auf YouTube sehen oder dergleichen. Herzlich willkommen zum heutigen Workshop. Es geht wieder mit Christoph Enslin in die Richtung des Algo-Tradings, Schrägstrich vielmehr heute auch um die Praxis pur. Freue ich mich mega, dass wir heute sozusagen wieder einen Workshop am Start haben, wo es darum geht, dass Christoph uns einfach mal zeigt, was sozusagen möglich ist, was man im Rahmen der Eigenprogrammierung entwickeln kann. Und da hatten wir heute auch ein mega, ja, mega Special im Vorfeld nach dem Motto, liebe Kunden, ihr könnt abstimmen, welches Thema behandelt werden soll. Also wirklich grandios. Das war übrigens auch Christophs Vorschlag, den ich jetzt hier gleich mal begrüßen möchte. Christoph Enslin, auch am Start. Gib doch mal laut. Hallihallo, Chris, und hallo, liebe Webinarteilnehmer. Ich freue mich, hier mit dabei sein zu dürfen. Danke, Christian. Super, ihr müsst wissen, Christoph kommt ja aus den USA zu uns. Das heißt, er ist gerade erst mal aufgestanden und somit noch taufrisch im Gegensatz zu uns wahrscheinlich, die hier schon seit einigen Stunden aktiv sind. Aber umso dynamischer geht es natürlich gleich zur Sache. Ich freue mich auf jeden Fall, dass Christoph heute wieder da ist. Wie gesagt, wir haben hier mit JFD schon seit einiger Zeit eine Kooperation am Start und wir haben auch mit Christoph schon den ein oder anderen Live-Event gemacht, was sicherlich unter Umständen in 2020 auch nochmal passieren wird, sodass man sich auch mal persönlich kennenlernen kann. Ansonsten hat Christoph selbst natürlich ein riesiges Know-how in Sachen Algo-Programmierung. Wir sind da auch im Rahmen von ja, internen Projekten schon aufeinander zugegangen und das ist, wie gesagt, wirklich ein Fundament an Wissen, was er hier mit sich bringt. Und der ein oder andere wird auch verfolgt haben, dass wir das Algo-Trading zu den Non-Farm-Payrolls mit einem sogar auch selbstständig programmierten EA Breakout-System über eben so einen Workshop, den Christoph auf separat anbietet, sozusagen immer mal wieder machen. Da gibt es auch Obacht bei uns und da will ich dann gleich mal kurz auch hier den Risk-Disclaimer nochmal vorhalten, bevor ich das euch gleich nochmal zeige, dass ihr natürlich immer eigenverantwortlich vorgehen sollt und müsst euch der Risiken auch bewusst seid und summa summarum natürlich hier der Christoph auch immer am Start ist, um uns so ein Stück weit noch mehr zu zeigen, wenn die Live-Algos in den Einsatz gehen, nämlich hier unter Research und Webinare. Könnt ihr euch, wie gesagt, anmelden zu diversen Webinaren, Schrägstrich auch zu eben solchen Events wie hier, dem Workshop oder eben den Live-Events, wenn wir dann direkt im Algo im Live-Ansatz dann auch mal über die Schulter schauen. So dann, willkommen beim heutigen Workshop. Die ersten 5 Minuten sind gleich rum und meine Zunge wird schon langsam schwerer. Deswegen übergebe ich das Mic gleich mal inklusive Bildschirm an Christoph. Und der, liebe Leute, wird euch in der nächsten, ich weiß gar nicht, was haben wir denn angesetzt, Christoph? Wie lange sind wir denn heute am Start? Also ich will ungefähr 60 Minuten programmieren gemeinsam mit Ihnen allen und dann bleibt vielleicht noch 10, 15 Minuten für Fragen und Antworten, sodass wir insgesamt, ich denke mal, auf jeden Fall um 5:30 fertig sein sollten. Super, Und passt, genau, passt. ja. Nur, dass wir gleich mal so eine Zeitvorgabe in den Raum werfen, passt perfekt, bin ich mit dir confirm. 17:15 würde auch reichen. Wie gesagt, wir müssen nicht in die Überlänge treiben. Vielleicht hast du auch noch das ein oder andere Special für uns. Das werden wir, wie gesagt, so ein Stück weit erarbeiten, zum Ende hin dann aufklären. Es sei von meiner Stelle noch gesagt, liebe Leute, danke für das Feedback erstmal, dass ihr alles seht und uns auch hört. Aber in dem Zusammenhang nutzt den Chat auch für Fragen. Das kann ich dann gern zwischendrin an Christoph weiterleiten. Wie hättest du es gern direkt ad hoc in dem Moment, wo die Frage kommt, dass ich da bei dir reingrätsche, Christoph? Oder würdest du es lieber so haben, dass wir am Ende dann Fragestunde machen? Also wir machen so, dass wir es auf jeden Fall am Ende gesammelt Okay. machen. Wenn du das Gefühl hast, ich sehe ja die Fragen nicht, die reinkommen, aber du siehst sie. Wenn du das Gefühl hast, ich rede jetzt hier gerade an allen vorbei Okay. und halt, macht keinen Sinn mehr, dann grätsche bitte rein und dann Gern, gern. klären wir Fragen gleich zwischenrein. Super, weiß ich Bescheid. In dem Zusammenhang, Christoph, liebe Leute, kommt eben auch aus der Bankerbranche und ist in dem Siezton unterwegs. Das ist auch völlig in Ordnung. Deswegen wundert es Schön. euch nicht. Christoph, das wirst du wahrscheinlich eh gleich nochmal ein bisschen erläutern. Der Christoph ist da aus einer sehr anständigen Schule, aus einem sehr anständigen Haus. Und insofern geht es da auch eben hier manchmal ans Siezen. Aber das ist völlig in Ordnung. Ich habe mich schon dran gewöhnt, aber für den einen oder anderen neuen Teilnehmer ist das vielleicht überraschend. Also insofern nicht wundern. Wir haben uns jetzt zwar geduzt, aber wenn jetzt sozusagen
wenn Christoph ins Auditorium spricht, dann sieht's der gern und das ist auch völlig in Ordnung so. Also, lange Rede, kurzer Danke. Sinn. Ich bringe den Bildschirm rüber, Christoph, und liebe Leute, jetzt nicht wundern, jetzt gibt's mal kurz einen kleinen Offline-Punkt, nämlich mein Bildschirm dürfte gleich verschwinden. Und jetzt dürfte Christoph gleich seinen Übertragungsbildschirm auswählen, sodass wir dann jetzt gleich exakt, ich sehe es, gibt es mir bitte nochmal kurz Bestätigung, ob auch ihr den Bildschirm seht. Ich sehe ihn, genau, passt perfekt. Insofern ist das Zepter jetzt an Christoph gewandert und ich wünsche uns auf jeden Fall einen unterhaltsamen Dann Nachmittag. lege ich es einfach mal los, ne? Genau, Action Jackson, das Wort ist dir. Und da ist das Mikrofon ausgegangen. So. Okay, hört ihr mich noch? Hallihallo? Hört ihr mich? Das war eine geile Überleitung. Hört ihr Entschuldigung, mich wieder? verzeiht den Ausdruck, aber wir hören dich jetzt super. Leute, gebt noch mal kurz ein Feedback in den Chat, Okay. ob ihr das Bild von Christoph seht und auch den Ton hört. Und jetzt kommt es rein. Jawohl, Ronald, danke für das schnelle Feedback. Passt. Also, you have it. Super, perfekto. Also, herzlich willkommen auch von meiner Seite zum JFD-Webinar, in dem es um Algos geht, also um Programmieren, um Algos programmieren, nicht nur um sie zu verwenden. Algos, kurz für alle nochmal zum Aufholen. Algorithmen sind einfach ja, Regelwerke, nach denen man handelt, an die man sich hält und die natürlich abzielen, am Markt eine gewisse Performance zu erreichen. Und ja, da kann man eben im MT4 und im MT5, den beiden Trading-Plattformen, die ja auch JFD anbietet, sehr schön selber seine eigenen Ideen für regelbasiertes Trading umsetzen in automatische Programme, die sich Expert Advisors nennen, EAs kurz. Expert Advisors sind einfach, ja, ist ein spezieller Begriff für den Überbegriff Trading Robot. Das haben Sie vielleicht schon mal gehört. Also EAs sind die Trading Robots, die eben auch speziell auf den MetaTrader-Instanzen laufen. Genau, dazu da gehen wir heute zu los. Kurz vielleicht zu meiner Person. Ja, mein Name ist Christoph Enslin. Ich bin zwischenzeitlich, ja, schon, wie alt bin ich denn jetzt? Oh, 41. Ich kann schon gar nicht mehr mitzählen. Hab irgendwann mal mit dem Trading begonnen oder sagen wir mal mit dem Aktieninvestieren, als ich 9 Jahre alt war, weil mich die Kolumnen, oder nicht die Kolumnen, aber die ganzen Tabellen in der Zeitung, in der Tageszeitung, das war damals die Esslinger Zeitung, das war so eine Drittelseite auf dem Wirtschaftsteil, der Wirtschaftsteil war eine Seite, aber immerhin die DAX-Werte und ein paar andere wurden täglich berichtet und da hatte ich gefragt, mein Vater und meine Mutter, ja, was sollen das? Das sind hier Zahlen und die sind jeden Tag hier, aber die ändern sich jeden Tag. Was ist denn damit los? Und damit war im Prinzip meine Begeisterung für die Börse geweckt, mit Hilfe eines väterlichen Freundes dann auch noch, kann man dann den Tipp bekommen, das war dann, wann war das, 1987, doch mal Thyssen zu kaufen und Lufthansa. Dann sind wir zur Bank und haben jeweils eine Aktie von meinem Sparbuch, von meinem Ersparten gekauft. Und ja, dann hatte ich das Ganze so ein bisschen vergessen und ein paar Jahre später, 2, 3 Jahre später, war dann die Thyssen-Aktie plötzlich dreimal so viel wert, wie als wir sie gekauft haben. Und das ist natürlich klar, das kreiert Feuer und Flamme. Ja, und dann bin ich eben zum Banker geworden und hat zuerst eine Banklehre gemacht, Wirtschaftsstudium und dann ins Investmentbanking bei der HVB, bei der Deutschen Bank und war kurz, ja, auch mal bei Morgan Stanley in einem Praktikum während des Studiums. Alles tolle Stationen, um einfach den Markt zu genießen, sage ich schon fast. Weil für mich ist es immer eine Faszination, sich das ganze Geblinke am Bildschirm anzusehen. Am besten den ganzen Tag lang und rund um die Uhr. Ja, und dann bin ich in diesem Jahrzehnt bin ich dann zum Programmieren gekommen. 2012, 2011, 2012 habe ich meine ersten EAs programmiert und habe jetzt auch, ja, bietet es eben auch für Kunden an, die individuelle Programmierung und aber eben auch von der Stange EAs bieten wir an, wie jetzt zum Beispiel, was Christian vorhin erwähnt hatte, den Open Range Breakout EA und andere Geschichten.
Heute machen wir aber was ganz, ganz nagelneues, was es bei mir noch nicht im Shop gibt, sondern wir hatten die letzten 2 Wochen Themenvorschläge eingeholt von Ihnen und dann auch eine Stichwahl gehabt am letzten Freitag. Die 3 meistgewählten Themen, die Sie wollten, da ging es um Kerzenformationen, wie jetzt zum Beispiel also aus dem japanischen wie sagen wir, Kerzenformationstrading einfach. Da gibt es ja so viele verschiedene Formationen, die ganz fancy Names haben, wie es hier Boomerangs, Engulfings, Dojis und so weiter. Übrigens, Dann, ja? die Asiaten sind uns da ja einige Jahrhunderte voraus, nicht wahr? Bevor wir die Heike-Naschi-Kerzen oder die Candlesticks klassischer Natur anwandten, haben die das ja schon im 17. Jahrhundert gemacht. Da waren wir ja Anfang des 20. Jahrhunderts ja noch mit irgendwelchen Barcharts unterwegs, ja. Da hatten die schon Wahnsinn. seit 200 Jahren die Candlesticks, die viel aussagekräftiger sind. Also die kommt ja direkt aus dem asiatischen Raum, deswegen auch die, sage ich mal, Namen, aber hoch, hoch interessant. Und Heike-Naschi, da bin ich auch großer Fan von. Bin mal gespannt, wer hier gewonnen hat. Der Witz an der Stelle, die stehen hier in der Mitte. Ich würde es favorisieren, aber das mal als kleine Randbemerkung. Die Kerzen, ja, gibt es in verschiedenen Arten, aber eben auch schon seit einigen 100 Jahren. Okay, das wusste ich nicht, dass es älter sind, wusste ich, aber dass sie schon so alt sind. Hut ab. Danke für die Aufklärung. Das ist cool zu wissen. Immer gern. Ja, genau. Dann haben wir eben die Verwendung von Custom-Indikatoren. Das sind einfach Indikatoren, die, sagen wir mal, nicht ganz so üblich sind, die Sie hier in der Regel, wenn wir hier im MetaTrader sind, die eben nicht in dieser Liste hier drin stehen und dieser Liste und dieser Liste. In dieser stehen sie drin, aber in diesen normalen Kollektionen von Indikatoren, sagen wir es Envelopes oder Moving Averages, den PSRR oder unter den Oszillatoren, das sind alles keine Custom-Indikatoren, weil sie aus MetaTrader-Sicht schon eingebaut sind in das Programm. Und dann lässt sich aber eben über die ganzen, über die Individualisierungsmöglichkeiten des MetaTraders lassen sich eben alle möglichen Sachen programmieren und dazu ja eben auch dann ja kann man sich eben eigene Indikatoren programmieren, wie jetzt hier zum Beispiel den Heiken Ashi, den Don Chian Channel, Super Trend. Das waren alles Meldungen oder Erwähnungen in den Themenvorschlägen. Ich habe es dann mal zusammengefasst als Custom-Indikatoren, wie man diese in einem EA abruft. Und dann, ja, dann ganz speziell, was ein bisschen öfters kam mal, war der Don-Chian-Channel. Also das sind immer das Trading aus einer gleitenden Range, zum Beispiel der jeweils letzten 10 Kerzen. Das war auch noch hier und da gefragt. Das ist so ein bisschen ähnlich wie, also es ist so ein Breakout-Trading, so ein Trendfolgeansatz, der berühmt wurde über die Turtle Trader in den, ich glaube, es war die 80er Jahren in Chicago. Gutes Buch, müsst ihr mal googeln, Turtle Trader. Einfach mal lesen, super spannend. Genau, und ganz kurz, bevor wir jetzt hier Show the Winner machen, zur Vorbereitung, Sie alle haben das wahrscheinlich alle schon, aber falls noch nicht, um an dem Webinar wirklich gut teilnehmen zu können, aktiv, brauchen Sie ein Demokonto am besten von JFT, aber es geht grundsätzlich mit jedem MetaTrader 4. Falls Sie noch kein Demokonto haben, können Sie hier auf meine Webinar-Seite gehen, die mindfulfx.de/ea-live. Da ist dann ein Link, das direkt zur Demokontoeröffnung führt. Genau. Das hier ist der Link. Den brauchen wir auch nachher nochmal, aber jetzt, weil genau, am Ende des Webinars, das wollte ich noch erwähnen, gibt es unter diesem Link, können Sie sich den EA, den wir hier gemeinsam programmieren, auch selber herunterladen. Also Sie können mitschreiben, aber es empfehle ich auch immer, mitschreiben ist immer gut. Bloß wenn Sie mal irgendwo nicht mitkommen oder sowas, nicht verzagen. Sie können sich den Code, so wie ich ihn am Ende habe, dann am Ende des Workshops komplett kostenfrei und unverbindlich herunterladen unter diesem Link. Ding, Den ding, zeigen wir ding. nachher auch nochmal. Ding, ding, ding.
Ding, ding, ding. Ich stelle den Link nur noch mal, ich wollte jetzt nicht große Interruption hier betreiben, ich stelle den Link in den Chat rein für alle die, die sozusagen einfach auf das sozusagen Drag and Drop und Klick stehen. Da Jawohl. ist direkt die Website an alle jetzt rausgegangen, einfach draufklicken und dann seid ihr genau auf den Seiten, wo Christoph gerade unterwegs war, gerade eben auch, um aktiv dabei zu sein, durchaus ein Thema, insofern da der Zugang. Genau. So, jetzt wollen wir, haben wir aber genug gelabert. Oder ich habe genug gelabert. Jetzt machen wir mal hier Trommelwirbel, Show the Winner. Was programmieren wir heute? Brrrr. Die Mitte gewinnt. Die goldene Mitte. Die Keule, herrlich. Ich finde das so spannend. Das ist so eine geile Software, dieses Mentimeter. Das müssen Sie sich mal anschauen. Da kann man viel Spaß mit haben. Ich freue mich über solche Sachen immer. Weiß nicht, vielleicht bin ich da einfach ein Nerd. Aber. Quatsch. Das ist doch okay. Das ist ja spannend. Ich meine, so eine, du hast das schon mal gemacht. Wirklich, lange Rede, kurzer Sinn. Das ist einfach witzig, die Interaktion mit dem Zuschauer und dass du hier so eine Themenbestimmung machst im Vorfeld und der Winner ist einfach mal stark. Wobei ich ja drauf schon fast auf die Mitte spekuliert habe. Aber insofern, jetzt lass uns die Bleistifte spitzen und sozusagen dir mal folgen, was du jetzt genau vorhast. Jawohl, also dann müssen wir uns mal überlegen, was wir damit machen. Also es geht jetzt darum, grundsätzlich Custom-Indikatoren zu verwenden im EA-Code. Ich zeige das dann am besten jetzt mal am Beispiel Heiken Aschi, fangen wir mal an. Und dann Donchian Channel Supertrend, vielleicht kommen wir danach auch noch dazu. Aber am Heiken Aschi können wir erstmal das System, die Ideen, wie man Custom-Indikator abruft, prüfen und das können wir dann eben auf die anderen auf die anderen Indikatoren dann auch anwenden. Ich zeige kurz mal, was der Heiken Aschi ist. Ach, hier habe ich ihn schon vorausgewählt. Was für ein Zufall. Ich mache hier mal alle anderen Indikatoren raus jetzt, damit wir keine Verwirrung haben und lade den Heiken Aschi. In der Regel wird er weiß und schwarz angezeigt, weiß für Aufwärtskerzen, schwarz, weiß und rot, rot dann für die Abwärtskerzen. Weiß wird man hier auf weißem Hintergrund schlecht sehen. Dann machen wir hier mal Blue rein, für die Aufwärtsseite. Das kann man sich aber dann auswählen, wie man will. Und genau, und jetzt kommt es nicht. Na, oder braucht es eine Weile, braucht es einen Moment? Nee, hier ist es. Gut. Alles klar, alles hier. Also man sieht ich mache mal statt den Candlesticks, mache ich dann mal hier die Barcharts drüber, dann sieht man die Heiken Aschis bisschen besser. Also die Heiken Aschis sind einfach das sind geglättete Kerzen. Also hinterm Heiken Aschi, hinter den Regeln steht einfach eine Glättung, eine Art gleitender Durchschnitt oder eine Art Durchschnittsbildung, die dann eben nicht die Kerzen, wie sie eben ja, hektisch hin und her gehen zeigen, sondern sie glätten die Bewegung etwas. Man sieht es, ich mache es mal ein bisschen größer hier. Man sieht es, hier zum Beispiel geht der Trend ziemlich plötzlich stark nach oben. Hier springt der Euro-Dollar-Kurs nach oben und Heiken Aschi glättet das ein bisschen hier. Blau, blau, also macht es ein bisschen langsamer sozusagen, ne? Und damit kann man so ein bisschen das Noise rausfiltern. Und das ist so der Sinn der Sache. Die klassische Auslegung beim Heiken Aschi ist, dass man im Prinzip short geht, wenn eine rote Kerze da ist, mindestens eine, dass man long geht und das Short schließt, wenn eine blaue Kerze da ist. Also so klassisch trendfolgend. Man kann es auch sagen, dass vielleicht nach zwei blauen Kerzen oder nach drei blauen Kerzen, erst wenn eine Bestätigung da ist, dass wir dann erst long gehen oder eben die Richtung wechseln. Aber das kann man dann auch ganz unterschiedlich auslegen. Aber so die generelle Idee dahinter ist eben, rote Kerze heißt short gehen, abwärts, weil abwärts drin, blaue Kerze oder in der Basiseinstellung weiße Kerze, also eine Aufwärtskerze. Genau. Und dann müssen wir uns mal anschauen, da gehen wir mal in das Datenfenster. Hier Steuerung D. Ansicht Datenfenster und dann schauen wir uns mal an, wie dieser Indikator seine Werte ausgibt. Dann bitte ich Sie mal hier auf diesen Block hier zu schauen. Da diese vier Werte, Low High, High Low, Open und Close, diese vier Werte werden von dem Heiken Aschi Indikator produziert. Und wenn ich jetzt mit der Kerze, ich nehme mal das Fadenkreuz, sieht man es ein bisschen besser, da sehe ich dann hier die Hoch- und Tiefswerte in den ersten beiden Boxen.
ihrem Datenfenster und dann das Open und das Close. Und es ist immer dann eine blaue Kerze, wenn das Close, hier in dem Fall 1.11.36.1, der letzte Wert, größer ist als das Open 1.11.35.2. Und das geht so viel weiter, eben bis die rote Kerze geschieht und da ist dann eben der Close kleiner als das Open. Hier 1.36.5 ist das Close, 1.11.37.5 ist das Open, damit Abwärtskerze und so ist es definiert. Genau, und dann gehen wir mal in den Meta-Editor und programmieren hier was mit. Ich stelle hier mal um meinen Timer ein, damit wir hier nicht auf immer und ewig programmieren. Ich mache mal 45 Minuten und dann machen wir eine Fragerunde danach. So, und genau, dann geht's los. Also, ich habe hier auf diesen Knopf gedrückt, der öffnet den Meta-Quotes-Editor und in dem können wir dann ja, EAs programmieren, Indikatoren und so weiter. Das ist im Prinzip wie ein Textverarbeitungsprogramm, nur dass man eben Funktionen programmiert, dass man Funktionen abruft, aber ansonsten Code schreiben ist im Prinzip wie Word, wie Open Office Writer, wie Google Sheets, wie auch immer, wie Google Docs. So, um einen neuen EA zu starten, können wir hier mal auf New klicken. Da kommt dieser Wizard, also ein Zauberer. Und da lassen wir uns jetzt erstmal eine gute Vorlage uns erstellen. Hier, wir wählen Expert Advisor aus, klicken weiter, geben dem Expert einen Namen. Ich nenne ihn mal JFD Webinar Heiken Aschi hat übrigens verschiedene Schreibweisen. Also man kann es mit Heikin, mit einem I schreiben, man kann es Heiken schreiben. Ich weiß nicht, was das Original ist. Das Original ist wahrscheinlich eh nur transkribiert aus der japanischen Schrift. Insofern kann man sich wahrscheinlich darüber streiten, was jetzt die richtige Schreibweise ist. Hier im MetaTrader wird es geschrieben mit einem E. Ja, dann und also Heiken Aschi. Da, so schreibt man das hier jetzt auch mal, damit wir auf einheitlicher Basis unterwegs sind. So, dann einen Autor können Sie eintragen und einen Link zu dem Autor, also Autor des EAs. Und klicken mal auf Weiter hier. Parameter fügt man nachher selber ein. Hier lassen wir mal alles frei. Das ist alles jetzt geht zu weit jetzt für uns, für den Rahmen des Webinars hier, was alles möglich ist und gehen bis zu Fertigstellen. Und dann sehen wir hier jetzt quasi die Vorlage dieses Textverarbeitungsprogramms, dieses Code-Editors. Und Sie sehen, es ist einfach nichts anderes als Text, Schriftzeichen und so weiter. Die haben natürlich alle eine Bedeutung und auf die gehen wir jetzt mal ein. Alles, was hinter zwei Schrägstrichen steht, ist reines Kommentar. Reines Kommentar, das heißt, ist nicht Code, sondern dient einfach uns zur Information, dem Programmierer quasi als Erinnerung, was habe ich hier programmiert, was ist hier los und so weiter. Also man kann sich selber Notizen machen, ohne dass die das Programm selber stören. Dann gibt es hier diese Properties. Also Gartenzaun, Property, Copyright, sehen wir, das haben wir vorher reingeschrieben, unseren Autor haben wir vorhin reingeschrieben in den Wizard. Das könnte man dann hier verändern. Nehmen wir zum Beispiel Stuttgart weg oder sowas. Genau, oder sagen wir lassen Stuttgart drin und geben ihm als zusätzliche Information, dass es in Deutschland ist. Das können wir dann hier verändern und es muss aber in Anführungsstrichen stehen. Auch der Link, eben den Link, den wir vorhin im Wizard angegeben hatten, der ist hier eingetragen, auch wieder in Anführungsstrichen. Eine Versionsnummer kann man vergeben, auch eben in Anführungsstrichen. Und dann gibt es eine Property Strict. Da gehen wir jetzt mal nicht im Detail darauf ein. Das ist einfach ein Programmier- und dann Kompiliermodus, also wie Code zum Programm umgewandelt wird. Lassen wir jetzt einmal mal hier so stehen, weil wir sonst überhaupt nicht vorwärts kommen. Aber genau, und dann gibt es hier diese Initialisierungsfunktion, also ja, on init.
Alles, was dann zwischen diesen geschweiften Klammern steht, wird dann ausgeführt, während der EA initialisiert wird. Initialisieren heißt, beim allerersten Mal, wenn er aufs Chart geladen wird, dann wird, das ist die Initialisierung, da können eben besondere Sachen vorgehalten werden, die eben nur zu diesem Zeitpunkt ausgeführt werden sollen. Das Gegenteil sozusagen ist dann das On-Deinit, eine Deinitialisierung, also wenn man den Chart vom den EA vom Chart löscht, das, was dann hier innerhalb dieser geschweiften Klammern geschrieben ist, soll, wird dann ausgeführt. Hier steht natürlich noch nichts, wir haben ja auch noch nichts programmiert. Und dann der große Teil, im Prinzip der wichtigste wahrscheinlich, ist eben diese On-Tick-Funktion. Genau, und alles, was dann hier zwischen den geschweiften Klammern steht, wird jeden Tick, den der EA, den das Chart empfängt, ausgeführt. Und zwar von oben nach unten, von links nach rechts. Also erste Zeile von links nach rechts, zweite Zeile von links nach rechts, bis ja eben in dieser Reihenfolge, wie es programmiert ist, dieser Code wird dann durchlaufen. Und hier werden wir uns jetzt auch einfach mal aufhalten, mal ein paar Zeilen rein, um Platz zu schaffen. Und ja, dann gucken wir uns mal an, wie wir diesen Heiken Ashi programmieren können. Ich zeige Ihnen mal zwei wichtige Geschichten. Ich mache es hier mal ein bisschen kleiner, damit wir sehen, was hier passiert. Können wir den hier. Ich mache hier mal den M und das hier weg, damit hier ein bisschen mehr Platz ist. So. Und dann programmieren wir hier. Jawohl. Und genau. Und jetzt gucken wir uns mal an. Also wir haben den, ich kompiliere diesen EA jetzt mal. Wir haben den geschrieben, der macht eigentlich noch nichts, aber ich zeige Ihnen kurz mal, was das kompilieren soll. Ja, kompilieren wandelt, wie gesagt, Code in Einsen und Nullen um in Programmier, also in Programmsprache, was dann hier der MetaTrader auslesen kann. Und sobald ich es kompiliert habe, kann ich dann hier im Navigator den EA abrufen. Hier. Und der ist dann unter Experten, JFD-Webinar, Heiken Ashi, so haben wir den genannt, ist der jetzt abrufbar und wir können den entweder mit Doppelklick auf das aktive Chart oder wenn wir mehrere Charts nebeneinander haben, und nicht genau wissen, welches jetzt gerade das Aktive ist, können wir auch einfach mit Drag and Drop, also linke Maustaste hier drauf und dann hier rüberziehen und dann wird diese EA auf das Chart geladen. Ja, und da steht jetzt hier zum Beispiel schon dieser Autor drin, was wir hier geschrieben hatten, Copyright und so weiter. Und da ist auch der Link hinterlegt. Ja, die Versionsnummer hier 1.00 finden wir auch wieder. Also im Prinzip alles, was wir hier geschrieben hatten, hier oben in den Properties, finden wir da wieder. Wir könnten jetzt zum Beispiel hier den Link ändern, EA Live. Genau, das ist der richtige. Das ist zum Beispiel ja, dieses Webinar, der Webinar-Link für unsere Webseite. Wenn ich das jetzt kompiliere und dann den EA abrufe, das kann ich dann, wenn er schon geladen ist im Chart mit F7 oder mit Rechtsklick Experteneigenschaften, dann sehe ich hier, aha, der Link ist jetzt nicht mehr einfach nur mindfulfx.de, sondern mindfulfx.de / EA-live. Ja, und der ist dann auch klickbar und er öffnet sich dann auch und so weiter. Genau. So, das ist alles nur am Rande, das sind im Prinzip nur Nebenthemen. Jetzt gehen wir zur Sache und ich zeige Ihnen mal ein paar wichtige Sachen hier. Jetzt haben wir im On-Tick, ich zeige Ihnen mal jetzt die Comment-Funktion. Wir rufen jetzt mal ab, Comment. Das ist also ja, der Funktionsabruf und dann in Klammern schreiben wir jetzt, was wir kommentieren wollen. Und also Comment heißt, es wird, jetzt zeige ich Ihnen gleich, ich schreibe jetzt mal, wenn Sie es sehen, dann ja, brauche ich nicht so viel reden. Ich schreibe hier mal Comment Hallo in zwei in Anführungsstrichen. Immer wenn man Text schreiben als Code, der dann nachher auch als Text verwertet werden soll, dann muss ich das in
Anführungsstrichen setzen. Und immer wenn ich eine Funktion oder einen Befehl abschließe, muss die Zeile mit einem Semikolon abgeschlossen werden. Das ist quasi der Satzbau, die Grammatik, der nennt sich auch Syntax der Programmiersprache. Jetzt klicke ich mal auf Kompilieren und jetzt haben wir ja den EA schon geladen hier und jetzt sehen wir hier links oben wird Hallo eingeblendet. Also jetzt wissen wir, Comment macht das, ja, macht Hallo, Comment zeigt das im Bildschirm an, links oben, was wir hier ihm sagen, was er anzeigen soll. Ja? Das ist wichtig, das brauchen wir auch gleich mal, um eben diese Heiken-Aschi-Teile, diese vier Bestandteile einer Heiken-Aschi-Kerze abzurufen. Und da gehen wir jetzt gleich mal, ja, machen wir noch eine kleine Überleitung dazu. Ich zeige Ihnen eben mal, wie man eine Ja, wir könnten hier nämlich statt dem Comment Hallo, können wir zum Beispiel auch einen Kurs anzeigen. Zum Beispiel den aktuellen Kurs, das ist der Bit. Das ist in der Programmiersprache MQL4 schon hinterlegt. Das Wort Bit mit großem B und kleinem it ist eine Variable, die immer aktuell, immer automatisch mit dem aktuellen Bitpreis befüllt wird vom MT4-Programm. Also schon viele Sachen einfach eingebaut, die wir hier verwerten können. Und jetzt sehen wir hier links oben, wie das Ganze mittickt. 1.11.35.2 auf tickt was. Gleich, wir haben es, glaube ich, ja, hier 1 und so weiter. Jetzt jedes Mal, wenn sich der Kurs ändert, sehen wir hier die Veränderung links oben im Bildschirm. Die Comment-Funktion kann man übrigens nicht in Größe und Schriftart und Schriftfarbe verändern, sondern die ist fix. Wenn wir was größer anzeigen wollen würden, müssten wir mit ein bisschen komplizierteren Objektabrufen arbeiten. Das machen wir jetzt aber aus Zeitgründen nicht. So, und jetzt haben wir hier den Bit mal abgerufen und jetzt zeige ich Ihnen, wie wir also eine Alternative, wie man das nicht jetzt als eingebaute Variable machen, sondern zum Beispiel als eigene Variable, die wir hier verwenden. Und dazu verwenden wir, das müssen wir eine Variable erstmal definieren. Und definieren kann man sie als ganze Zahl, als Text, als Nachkommazahl und ein paar andere Sachen. Das sind so die wichtigsten. Und kommen wir dann nachher auch noch zu mehr. Und wenn Sie jetzt eine Variable definieren wollen, die eine Zahl vorhält mit Nachkommastellen, dann verwenden Sie am besten die Double-Variablen-Art. Und dann geben wir dem einen Namen dieser Variable. Wir sagen jetzt mal Bit. Das ist jetzt unsere eigene Variable. Und man sieht schon, Bit ist nicht gleich Bit. Ja, weil Bit ist mit kleinem b und die eingebaute Variable Bit ist mit großem b. Und diese Variable kann ich jetzt belegen, eben zum Beispiel mit Bit. Und dann kann ich diese Variable, die ich hier selber errechne, dann auch hier im Kommentar verwenden. Wenn ich auf Kompilieren klicke, jetzt ändert sich natürlich nichts, weil wir hier den Bit ja auch schon vorher angezeigt haben. Aber ich könnte hier zum Beispiel, ich nenne sie mal ein bisschen allgemeiner, ich nenne sie mal Variable. Und lass die Variable hier anzeigen. Und Double Variable. Und jetzt belegen wir die mal statt dem Bit mit dem Ask. Ja, und dann wird hier, sehen Sie, jetzt ist gleich der Kurs hochgesprungen, ein paar Pünktchen, weil eben der Ask ein paar Punkte höher ist als der Bit. Genau. Und das klingt jetzt natürlich noch alles ein bisschen komisch. Warum sollte man das machen? Bit und Ask sind doch schon eingebaut. Das machen wir deshalb. Ich zeige es Ihnen jetzt bloß mal als Schema, um nachher eben die Heiken-Aschi-Sachen und andere Dinge abrufen zu können. Und das fangen wir jetzt gleich mal hier an. Jetzt machen wir hier mal den Heiken-Aschi-Abruf. Heiken-Aschi-Abruf. So, und da haben wir jetzt ja vier Werte. Ja, die hat man gesehen hier. Low, high, high, low, open und close. Und die sind in einem, ja, genau, also machen wir mal, also double, machen wir mal Heiken Aschi, ich kürze das ab mit HA.
low und dann low high ist gleich. So, diese Variable rufen wir jetzt ab, die versuchen wir herauszufinden und dazu brauchen wir jetzt diesen Abruf, diesen iCustom-Abruf. Ja, das also mit irgendwas mit kleinem Buchstaben, kleinem i und dann was dahinter, zum Beispiel IMA oder IMACD oder IBANs und die Bollinger-Bänder, das ruft immer die Indikatoren ab, die im MT4 eingebaut sind. Aber wenn es eben um nicht mit eingebaute geht oder die verhackten ASCII so ein Mischding, das ist ja eigentlich schon mit eingebaut, kommt mitgeliefert, aber es ist kein Standardindikator. Deswegen ist, muss man solche Sachen dann mit iCustom abrufen. Und dann rufe ich diesen iCustom ab. Wenn ich dann die Klammer aufmache, dann kann ich jetzt dem EA eben sagen, wie, ja, was für ein auf welchem Symbol, auf welchem Timeframe und so weiter soll denn dieser Indikator abgerufen werden? Und jetzt als erste Abfrageparameter nehmen wir das Symbol, also das ist ein String, also ein Text, der heißt Symbol. Und da nutzen wir einfach eine auch schon mit eingebaute Variable, die das Chart-Symbol vorhält. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel Symbol, ein Unterstrich-Symbol hält die aktuelle Chart-Variable, die aktuellen Chart-Symbol fest. Ich zeige Ihnen das kurz mal. Ich mache das hier raus, weil wir es sonst nicht kompilieren können. Wenn wir hier jetzt im Kommentar das Symbol eingeben mit Unterstrich-Symbol, großem S und kompilieren, dann wird uns hier oben links im Chart Euro-Dollar angezeigt, weil das eben das Symbol ist. Genau, und perfekt. Also das ist da dann schon hinterlegt. Alternativ könnten wir auch das festcoden, indem wir hier Euro-US-Dollar eintippen, aber dann wird immer nur Euro-Dollar abgefragt, auch wenn Sie es auf einem anderen Chart anwenden, diesen EA. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen den EA grundsätzlich variabel gestalten, sodass er auf jedem Chart automatisch eben das korrekte Symbol auswählt, das Chart-Symbol. Also machen wir Symbol, dann Komma und jetzt den Timeframe. Da können wir, also wir haben ja in MT4, M1, M5, M15 und so weiter zur Verfügung. Die Timeframes, die wir zur Verfügung haben, können wir hier unter Period alles groß geschrieben mit Unterstrich und dann eben den entsprechenden Wert abfragen. Ich nehme jetzt hier einfach mal Current. Current heißt laufend. Aktuell, das ist dann, nimmt dann automatisch den Wert, den Timeframe des aktuellen Charts. Und in dem Fall ist das jetzt eben der M1, also dass wirklich ein M1 Heiken Aschi abgerufen wird und nicht ein M5, obwohl wir uns im M1 Chart befindet. Geht natürlich auch, aber in dem Fall macht es natürlich mehr Sinn, dass jetzt erstmal so abzurufen, im ersten Schritt nur den Heiken Aschi des aktuellen Charts abzurufen. Dann Komma und jetzt kommt ein Name, den wir eingeben müssen. Was für ein Name kommt dann? Kommt eben der Name des Indikators, so wie er im MT4 gespeichert ist. Ja, weil wir wissen, iCustom ist er für alle Indikatoren, die eben nicht mit selber eingebaut sind, mit direkt, also keine Standardindikatoren sind. Das heißt, wir müssen ihm aber auch noch eben dann sagen, welcher dieser Custom an Indikatoren, welcher dieser individuellen Indikatoren wollen wir abrufen. Und das machen wir eben indem wir jetzt hier den Dateinamen eingeben, also den eigentlichen Indikatornamen. Und der ist, ich weiß den jetzt auswendig, wir haben den ja auch schon besprochen, ist im Heiken Aschi und eben in Anführungsstrichen, weil wir einen Text eingeben hier im Code. Ich zeige Ihnen das kurz mal, wenn wir, wo haben wir denn Heiken Aschi? Ich rufe mal im Navigator auf. So, hier haben wir den, hier haben wir ihn, genau. Und der muss dann genau so geschrieben werden, also mit Leerstelle, mit Groß- und Kleinschreibung muss eingehalten werden und eben er muss dann wirklich auch Heiken Aschi heißen und nicht Heiken mit Bindestrich Aschi oder wie auch immer. Das sind dann jeweils andere. Dankeschön. Ich habe gerade eine Tasse Tee bekommen von meiner Frau. Ist das nicht klasse?
Das ist ja Und einmal. absolute Fürsorge. Schönen Gruß Jawohl, unbekannterweise, das. aber weitermachen, ne? Genau. So. Genau, also. Dann haben wir eben diesen exakt so geschrieben, wie er im MT4 verfügbar ist. Und machen dann Komma. Und jetzt kommt hier nur noch Punkt, Punkt, Punkt. Ja, was soll das jetzt? Hier kommen jetzt erstmal alle Einstellungen, alle. Wir haben ja, wenn wir hier den Indikator abrufen, dann können wir ihn hier bei unter Eingaben, können wir hier ja vier verschiedene Eingaben machen. Rot, blau, rot, blau, ja. Und das sind eben die Variablen, die Eingabevariablen, mit der wir einen Indikator verändern können. Bei den meisten Indikatoren sind es irgendwelche Zahlen, wie zum Beispiel eine Periodik oder sowas. Und aber beim Icon Ashi sind es eben nur Farben. Auf die Berechnung selber haben wir keinen Einfluss beim Heiken Aschi. Die ist einfach vorgegeben. Da können wir nicht sagen, ja, berechne jetzt mit 5 Durchschnitt, ja, mit 5 Perioden Durchschnitt oder mit 10 oder wie auch immer, sondern die ist erstmal vorgegeben. Aber wir können die Farben einstellen. Die sind jetzt nicht, ja, alles entscheidend, aber wir müssen sie trotzdem. Der Vollständigkeit halber geben wir sie hier jetzt ein, also alle vier Farben, so wie sie eben in der Reihenfolge sind. Ich gebe es mal ein: Color Red, Color White. Das sind jetzt die Standardwerte: Color Red und Color White. Nicht Wheat, White. So, und jetzt, wenn wir, das ist noch hier als Hinweis. Nur um es ein bisschen komplizierter zu machen, wenn wir hier nur die Standardwerte nehmen, die auch bei einem, die auch eben hier mit hier schon hinterlegt sind, also hier unter Standard, wenn ich hier Standard wähle, ja, dann rot, weiß, rot, weiß, wenn ich nur das nehmen wollen würde, dann könnte ich diese vier Stellen, in dem Fall vier, weil es eben vier Eingabevariablen sind, auch weglassen. Aber ich finde es ein bisschen leichter zu verstehen, grundsätzlich, wenn man eben dass die Eingabevariablen eben alle mitführt, auch wenn man in dem Fall jetzt keine Veränderungen zum Standardwert vorgeben. So, und dann kommt jetzt der große Clou. Jetzt müssen wir eben als nächste Variable, also wenn alle Eingabevariablen abgearbeitet sind, jetzt müssen wir eben als Parameter sagen, welche dieser vier Werte soll er denn auswählen? Ja, soll er die Low High, soll er High Low, Open oder Close machen? Und das ist im MT4 in einer, ja, im Prinzip, wenn hier eine Liste ist, 1, 2, 3, 4, man vier Werte, ist es eben als so wie eine Liste hinterlegt. Das sind die sogenannten Buffers eines Indikators, die, ja, wie wird man das am besten übersetzen auf Deutsch? Die Datenspeicher. Sie hat nämlich vier verschiedene Werte, also vier Datenspeicher Datenspeicher für vier verschiedene Werte, eben die Lows und die Highs, den Open und den Close. Und den können wir jetzt auswählen, aber nicht wie es intuitiv wäre mit 1, 2, 3, 4, sondern mit 0, 1, 2, 3. Eine Liste in MQL4 und auch in der MQL5-Sprache beginnt immer mit 0. Das war ganz lustig. Also auch die aktuelle Kerze, das ist die nullte Kerze, ja, die hier noch offen ist. Das ist die nullte Kerze, das ist die letzte abgeschlossene ist die Kerze Nummer 1, das ist die Kerze Nummer 2 und so weiter. Wenn Sie auch in eine Deal-Liste, in Deal-Pool haben, ist der erste Deal der Deal Nummer 0, der zweite Deal Nummer 1 und so weiter. Also das ist eine Logik, die immer wieder kommt in der Programmierung. Eine Liste fängt generell, gibt vielleicht ein paar Ausnahmen, aber generell fängt eine Liste immer mit 0 an. Also wenn wir hier den Low-High-Wert auswählen, dann müssen wir hier eine 0 eingeben. Und dann kommt noch ein weiterer Parameter und das ist der, aus welcher Kerze wählen wir jetzt den Low-High-Wert aus? Und hatte ich jetzt gerade schon erwähnt, wir können eben die Kerze Nummer 0 verwenden, die Kerze Nummer 1, die Kerze Nummer 2. Und ich nehme jetzt einfach mal die Kerze Nummer 0. Das ist die aktuell laufende Kerze. Ja, das ist dann der Wert, den wir hier sehen, 1, 11, 3, 4, 0. So, dann machen wir Klammer zu, machen Semikolon dahinter und damit haben wir den iCustom-Abruf endlich fertig.
Zeigen wir uns das, lassen wir uns das gleich mal anzeigen. Ich nehme diese Variable, diesen variablen Namen und zeige den mal im Comment an. So, und dann gucken wir mal, ob der auch richtig ausgegeben wird. Kompilieren und jetzt sehen wir schon einen wichtigen Unterschied. Also, jetzt haben wir hier den ersten Wert, also den Wert Nummer 0, Buffer Nummer 0. Der wird im Datenfenster mit 111.340 auf eben die 5 Nachkommastellen gerundet, die eben der Euro-Dollar, mit in denen der Euro-Dollar quotiert wird. Aber es werden insgesamt bis zu 15 Nachkommastellen vorgehalten. Also und das erklärt dann nachher bei Open und Close, ist es halt, ja, das sind einfach exaktere Werte dahinter. Deswegen kann ein Close auch unter Open sein oder Close über Open, auch wenn die fünfte Nachkommastelle übereinstimmt. Ja, also das ist wichtig zu sehen. Hier oben sind viel, viel mehr Nachkommastellen verfügbar, als hier angezeigt wird. Das gilt übrigens auch für einfache Indikatoren wie jetzt Moving Average oder Bollinger Bänder oder sowas. So, und jetzt lassen wir uns mal noch die anderen Werte ausgeben, damit Sie so ein bisschen die Systematik wiederholen können, einfach damit die ein bisschen einsackt. Wir lassen uns jetzt den zweiten Wert, das ist der Heiken Ashi High Low, den lassen wir uns auch noch berechnen, also eben dieser hier. Und wie unterscheidet, jetzt frage ich mal für alle, die aufgepasst haben, wie muss sich dieser Code jetzt unterscheiden, dieser Abruf von dem ersten? Kann da irgendjemand einen Tipp abgeben, Okay, da während warten ich einen Schluck Tee wir. nehme? Richtig, nimm du mal einen Tee. Ich übernehme mal kurz das Mic und Andi stellte eine Frage und zwar vielleicht auch für die Allgemeinheit interessant, ob der Broker generell sozusagen den Quellcode einsehen kann. Ja, vielleicht kannst du da noch was dazu sagen, Christoph, aber der Quellcode selber liegt ja mal auf der Software, auf dem MetaTrader, auf eurem Home-Rechner. Und der ist sozusagen nicht durch uns sichtbar. Die Kommentare sehen wir in der Ausführung klar, oder man kann auch feststellen, dass das ein Algorithmus ist, aber den Quellcode, also die Programmierung direkt, die ist auf eurem Rechner. Und wenn ihr das auf einem VPS-Server hättet, also auf einem virtuellen ausgegliederten Server für einen 24-Stunden-Handel beispielsweise, wenn der dort liegt und theoretisch der Broker auch Zugriff auf diesen Server hätte, dann könnte man den Code sozusagen abrufen und abfragen, aber ansonsten natürlich nicht. Stimmst du mir dazu, Christoph? Also das ist auch mein Wissen, aber ich bin kein Broker. Nee, Aber also so müsste ist es man, meine Logik, mein genau, Verständnis. Das durch ist die dann, Hintertür, ja. da müsste man schon auf den mit TeamViewer oder mit irgendwelchen anderen, sage ich mal, Hacks auf den Rechner des jeweiligen Users kommen und den Code sozusagen abrufen oder abfragen. Und ansonsten ist es aber sozusagen dein geistiges Eigentum an der Stelle. Und man kann übrigens auch programmieren, das weiß Christoph auch, dass der Broker so zum Beispiel so eine Art Stealth-Modus, dass der Broker noch nicht mal die Take Profits und Stop-Loss-Marken sieht, die du sozusagen aber in Auftrag gibst bei einer Pending Order oder bei einem laufenden Trade. Das gibt es also definitiv sozusagen. Gut, Ja. dann würde ich sagen, jetzt zu den Antworten. Verschiedenes MIM das High 1.1.0 sehe ich hier. Hinten die 1 eintragen. Hinten, ganz hinten oder eins oder das vorletzte? Welches von den beiden? 1.0 müsste da stehen. Also beim 1.0, zweiten. genau, das ist korrekt, das ist perfekt. Haben wir gut aufgepasst hier, das Ja. ist spitze. Lob und Genau, also Anerkennung, mein. Udo, Peter, Andreas und Co. Also die sind bei dir. Super. Perfekt. Genau, also das ist im Buffer Nummer 0, Buffer Nummer 1. Und so in dieser Logik könnten wir jetzt eben auch auf Buffer Nummer 2 und 3, Open und Close, gehen, um dies uns ja nachher oder jetzt bei uns jetzt hier im Richtungsabruf auch wirklich geht. Also machen wir hier mal Open und machen Close. Das sind die wichtigeren jetzt. Das sind dann, also Open ist die 2. Und Close ist die 3. Genau, in dieser gleichen Logik. Und jetzt können wir uns die auch gleich mal anzeigen lassen. Ich zeige die hier rein. Und wenn wir hier im Comment nicht nur eine Sache uns anzeigen lassen wollen, sondern zwei, dann können wir ein Komma dazwischen machen. Einfach Komma und dann können wir das HA Close dazu schreiben. Wenn wir es aber so lassen, wird es wenig leserlich. Ich zeige Ihnen das aber kurz mal, nur um das am Exempel zu statuieren. Hier, da ist es jetzt,
Eine lange Nummer, mit die irgendwann aufhört, aber dann wieder anfängt und dann ist nochmal ein Komma. Also das ist schwer zu lesen. Und deswegen machen wir hier nochmal eine Leerstelle zwischen rein. Und eine Leerstelle ist einfach, ja, eine Leerstelle, aber in Klammern, in Anführungszeichen. Ja, dann haben wir ein bisschen bessere Leserlichkeit hier in der Darstellung. Genau, jetzt ist es hier nach rechts gerutscht. Jetzt wissen wir, wie es geht. So, also, und jetzt kommen wir natürlich ans Eingemachte. Wir wollen ja grundsätzlich wissen, am besten wollen wir wissen, wann gab es einen Richtungswechsel. Und ein Richtungswechsel, müssen wir uns von der Logik her überlegen, ist, wenn jetzt hier zum Beispiel hier in der Kerze das war eine blaue Kerze und hier ist eine rote Kerze. Das ist ein Richtungswechsel. Und wie gesagt, wir können nicht die Farbe abrufen, aber wir können eben über Open- und Close-Vergleich immer wissen, wann gab es eben einen, ja, wann gab es einen Richtungswechsel, weil ja die Farbe, in der der Indikator dargestellt wird, von dem Verhältnis zwischen Open- und Close-Buffer des Indikators abhängt. Insofern müssen wir einmal um die Ecke denken. Das ist auch wichtig bei anderen Custom-Indikatoren, die mit Farben arbeiten, Farbwechsel. Das gab auch ab und zu mal den Wunsch, Indikatoren mit Farbwechsel zu bearbeiten. Die laufen im Prinzip in der Regel genauso. Die haben hier mehrere Buffers und sie sind jeweils mit unterschiedlichen Farben belegt. Und so muss man es dann auch entsprechend abrufen. Genau. Und jetzt wollen wir das uns mal angucken und schauen uns hier gleich mal an, wenn es einen Farbwechsel gibt, dann haben wir eben hier den Open der aktuellen Kerze und den Close der aktuellen Kerze. Also ich verlängere den Variablennamen jetzt mal, um nachher bessere Verwendbarkeit dieser Variablen zu haben. Ich mache das hier mal aus, weil wir es sonst nicht kompilieren können gleich. Ja, also als kleiner Tipp, Praxistipp aus der Programmiererfahrung, immer zwischen rein mal kompilieren, also alle 1, 2 Minuten mal zwischen rein kompilieren, um zu sehen, habe ich vielleicht irgendwelche Fehler gemacht, habe ich ein Semikolon vergessen. Wenn ich 10, 20, 30 Minuten lang programmiere, habe 100 Codezeilen geschrieben und kompiliere dann und dann kommt eine Fehlermeldung, dann brauche ich lang, um überhaupt den Fehler zu finden, die Fehlerquelle, obwohl es vielleicht ein ganz kleiner Mini-Fehler ist, wie ein vergessenes Semikolon. Deswegen immer wieder zwischendrin kompilieren, damit man eben eher feststellen kann, wo könnte ein Fehler liegen. So, und dann kopiere ich das jetzt hier mal und füge es drunter wieder ein und mache dann aber eben nicht Buffer, sondern dann eben Periode 1 daraus, also ich brauche Open, Close, Buffer 2 und 3, die brauche ich hier wieder. Und dann aber nicht aus der aktuellen Kerze, sondern aus der vorherigen Kerze, ja, aus Kerze Nummer 1. Und dann kann ich feststellen, wann sich hier jetzt gleich mit im laufenden Handel die Farbe wechselt. Gut, und dann wäre die Abfrage sozusagen folgendermaßen, um den Farbwechsel nach, sagen wir mal, zum Beispiel nach oben festzustellen. Ich mache jetzt hier mal Farbwechsel nach oben. Also Farbwechsel nach oben, in Klammern bullish, um es klarzustellen. Ja, füge ich jetzt mal eine Variable ein, die da heißt, eine Variablenart ein, die da heißt boolesche Variable. Das ist im Prinzip einfach nur eine Wahr- oder Falsch-Variable. Die ist nach einem Menschen benannt, der hieß Bool, soweit ich weiß. Und der hat dieses Konzept von Wahr und Falsch in der digitalen, auf dem ja die digitale Welt basiert, der hat das erfunden oder hat es zumindest, ich habe es nicht erfunden, aber er hat es zumindest bekannt gemacht und hat dann eben seinen Namen bekommen oder die Variablenart hat dann seinen Namen bekommen. Bool, und dann machen wir mal Farb, die nennen wir dann mal Farbwechsel
nach oben oder Farbwechsel bull, bullish ist gleich. So, und ja, die lassen wir mal einfach mal auf false, ja, weil wir ja noch nicht wissen, oder weil die grundsätzlich ist ja falsch. In den allermeisten Fällen gibt es keinen Farbwechsel nach oben, ja, in den allermeisten Ticks, die der EA empfängt. So, und dann, genau, dann fügen wir jetzt mal eine Logik ein, eine If-Abfrage, eine Wenn-Dann-Abfrage, und die heißt eben, die geht folgendermaßen: Wir machen ein If, dann Klammer auf, und da jetzt fragen wir jetzt ab, diese Konditionen, diese Bedingungen, sind diese Bedingungen erfüllt oder nicht? Und wir fragen jetzt mal ab, also wir müssen wissen, wann war die vorherige Peiken-Aschi-Kerze, die muss abwärts gerichtet gewesen sein, und die aktuelle Kerze muss aufwärts gerichtet sein. Ja? Also die aktuelle Kerze. Umgekehrt, aktuelle Kerze ist das hier, das ist die letzte. Also die aktuelle Kerze, für die muss natürlich der Close, HA Close 0, muss größer als der HA Close 1 sein. Ja, und gleichzeitig, das ist und, in der Programmiersprache MQL4 werden und Verknüpfungen mit dem doppelten und-Zeichen. Also bei mir ist es über das 6 auf der Tastatur. Ich glaube, auf einer deutschen Tastatur ist es eben über das 6. Also Shift 6, dann haben Sie zweimal eben das und. Und dann, also das muss gleichzeitig HA Close 0 muss größer als HA Close 1 sein. Und eben der HA Close, ups, der HA Close 1. Nee, 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 nee. Entschuldigung. Der HA Close 0 muss größer als der HA Open 0 sein. Also wir müssen in der aktuellen Kerze eine Aufwärtskerze haben und in der vorherigen Kerze HA Close muss das eben Close kleiner oder gleich dem Open gewesen sein. Ja, so. Das ist dann die Logik, muss man kurz überprüfen. Close 0 muss größer als Open 0 sein. Das ist eben aktuell dann eine Aufwärtskerze. Und das Close 1 muss kleiner als das oder kleiner gleich das Open 1 gewesen sein. Also es muss eine Seitwärts- oder eine Abwärtskerze gewesen sein, die zuvor hier verfügbar war. So, und was machen wir dann, wenn eben diese Bedingung erfüllt ist? Also wenn beide Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind, dann stellen wir diese Farbwechsel-Bullish-Variable auf True. Okay? Und jetzt schaue ich gerade mal, und das lassen wir uns dann hier mal anzeigen, damit wir das gleich wissen. Wir lassen uns hier den Farbwechsel-Bullish und wir machen dann auch gleich mal den Farbwechsel bärisch. Ein R haben wir übrigens nicht zur Verfügung in der Benamung einer Variablen. Wir müssen es mit dem englischen Alphabet uns ja, limitieren, uns auf das englische Alphabet beschränken. So, diese Variable, das ist Zeichen meiner Fehlermeldung. Jetzt haben wir hier bullish und bearish, aber diese Variable bearish ist noch nicht definiert. Ja, die ist hier noch nirgends vorher benannt. Und wenn wir dann jetzt auf Kompilieren klicken, dann zeigt uns hier an, ah, den Farbwechsel bearish, den kennt er noch nicht. Das ist ein undeclared identifier, also noch ein un, noch nicht ein noch nicht benannter, eine noch nicht benannte, noch nicht definierte Variable, zu gut Deutsch. Und das ändern wir aber und kopieren mal diesen Block und fügen ihn hier ein, machen Farbwechsel nach unten. Also bärisch. Übrigens hier, also wir können ein Ä verwenden, aber eben nur in einem Text oder hinter Kommentarzeilen, hinter Kommentarzeichen, also hier Doppelschrägstrich. Genau. Dann ist es ja keine Rechenoperation oder keine Variable. So, und dann benennen wir eben diese Variable jetzt, Farbwechsel bärisch. Die kennt er jetzt schon, weil wir sie hier unten hatten. Schalten Sie erstmal auf False und die Logik ist jetzt natürlich genau umgekehrt. Also der Close der aktuellen Heiken-Aschi-Kerze muss kleiner als der aktuelle Open sein und der vorherige Close muss natürlich größer als der
vorherige Open gewesen sein. Und dann ist Farbwechsel bearish, ist dann true. Jetzt gucken wir uns mal hier an, wie das gleiche umgesetzt wird im Kommentar. Hier, wir sehen jetzt hier false und false. Also aktuell haben wir keinen Farbwechsel. Ja, also das passt grundsätzlich erstmal. Und ja, jetzt könnte es hier sein, dass es vielleicht gleich einen Farbwechsel nach unten gibt. Müssen wir mal schauen. Aber ich möchte es Ihnen kurz mal zeigen. Ja, oder wie machen wir es? Kleinen Schluck trinken. Genau, jetzt ist hier rot und jetzt, also die Kerze, die Heiken Ashi Kerze ist rot und hier sehen wir übrigens ist gerade das True. Jetzt geht sie wieder auf blau, also sind wir wieder auf False. Ja, also funktioniert grundsätzlich unsere Logik. Das ist gut. Und genau. Jetzt, wie viel Zeit haben wir denn noch? Oh, 5 Minuten noch hier. Da müssen wir mal überlegen, was wir da noch machen können. Na, wenn geht sich das, schön Christoph, an der Stelle, geht sich das überhaupt noch aus? Also ich sag mal, wir haben, ich sag mal, 5 Minuten eventuell. Du kannst ja, wir haben ja so gesagt, bis 17:15 ist realistisch, also nehmen die ruhig nochmal 10 Minuten. Ich habe jetzt im Prinzip auch keine wesentlichen Fragen zum Thema im Chat. Das heißt, wenn der ein oder andere jetzt nochmal deine Frage in sich spürt, dann ruhig mal reinlassen. Und Christoph, du kannst ja jetzt gerne noch sozusagen die finale Kurve finden und einfach weitermachen. Genau, aber gute 10 Minuten, gut, denke ich, haben wir auf jeden Fall noch. Jawohl, okay, machen wir so. An der Stelle, dann machen wir jetzt mal einfach, damit hier auch wirklich einen Bums gibt und das Ganze ein bisschen spannend wird, machen wir hier eine Deal-Ausführung aus diesem Signal heraus. Also wir haben das Signal gefunden, bullish oder bearish, und jetzt wäre es natürlich schön, wenn wir da gleich einen Deal draus machen. Jetzt aber Achtung, ganz, ganz wichtig, in diesem Schritt bitte alle auf dem Demokonto programmieren, mitprogrammieren. Nicht auf dem Realkonto, weil wir werden jetzt, ich werde Ihnen absichtlich einen Fehler zeigen, der, sagen wir, oft passieren kann in der Programmierung, und deswegen auf jeden Fall auf einem Demokonto unterwegs sein, bitte. Ganz wichtig. Also wir machen jetzt hier die Deal-Ausführung bei, also ja, aus meiner Banker- und Trader-Zeit würde ich eher sagen Long, aber die MT4, die MT4-Sprache ist eben Buy und Sell, ups, ist eben Buy und Sell statt Long und Short. Das ist immer, übernehmen wir einfach mal die MT4-Sprache, damit wir hier immer vom Gleichen reden. So, und jetzt machen wir verwenden wir eine Funktion, die da heißt Order Send. So, und die müssen wir einleiten mit einer Variable, die nennen wir mal Ticketnummer, ja, weil wir von der Order Send Funktion eine Ticketnummer zurückerhalten. Also Ticketnummer ist gleich Order Send, und das ist schon was, wie es im Namen der Funktion im Prinzip ja drin steht. Also da wird eine Order Send, wird eine Order gesendet, ganz einfach. Und die senden wir mit dem Symbol. Das können wir, also als Parameter, da müssen wir eine Menge Parameter hier mitgeben. Das Symbol natürlich, wir wollen, wenn wir einen Farbwechsel bullish haben, auf jeden Fall nur auf dem aktuellen Symbol ja auch handeln. CMD heißt, ist einfach die Operation. Also soll es ein Buy sein oder soll es ein Sell sein oder ein Buy Stop oder ein Sell Stop, wie auch immer. Wir machen hier jetzt mal ein OP Buy. Ja, also alle diese Operationen, die Sie machen können, sind hier gelistet. Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit, Sell Stop. Wir nehmen jetzt einfach mal einen Buy, Komma. Jetzt müssen wir ihm das Volumen sagen, also die Anzahl Lots. Ich nehme hier mal die Mindestlotzahl. Und dann den Preis. Eine Buy Order müssen wir zum Ask ausführen. Ja, da kommen wir nicht drum rum. Auch wenn wir hier Bit reinschreiben, er wird es uns nicht machen. Da wird eine Trading-Fehler-Meldung ausgegeben werden. Also eine Ask, die maximale Slippage können wir vorgegeben. Das wird nicht von jedem Broker unterstützt, aber bei manchen wird es eben unterstützt. Und da können Sie hier vorgeben, die maximale Slippage-Zahl in Punkten. Punkte, was ist ein Punkt? Mal ganz wichtig, das ist, ich hole mir hier kurz mal die
Ja, den Wert hier hoch. Ein Punkt ist im Euro-Dollar 0,00001. Ja, also 100 Punkte wären 0,00100. Im Dollar-Yen ist es nicht die fünfte Nachkommastelle, sondern Dollar-Yen wird mit drei Nachkommastellen quotiert. Daher ist ein Punkt 0,001. 100 Punkte wären also 0,100. Wo haben wir so, bei einem Index oder sowas? Hab ich denn hier gerade? Hier haben wir einen Index, hier haben wir einen S&P 500. Das sind zwei Nachkommastellen. Ist dann ein Punkt ist 0,01. 100 Punkte wären 1,00. Das ist ganz wichtig zu wissen und eben dann entsprechend anzuwenden. Also Gut. ich stelle. Gut, Bitte? dass du das erwähnst, Christoph, an der Stelle, weil gerade jetzt Yen gehandelte Währungspaare oder ungarischer Forint oder südafrikanischer Rand, die laufen eben dann eben mit anderen, sage ich mal, PIP-Stellen, ja, das ist wirklich wichtig zu wissen. Und die fünfte Nachkommastelle zum Beispiel beim Euro-Dollar nennt man ja sozusagen Pipette und die vierte ist der PIP. Und dann ist es eben auch so, dass du, hast ja vorhin den weiteren Zahlencode gesehen, ich sag mal, der Interbankenhandel, der findet dann sozusagen auf der sechsten, siebten und achten Nachkommastelle statt. Also wenn man dann wirklich in den Interbankenbereich reingeht und da sieht man eigentlich, was da Wahnsinn. wirklich gehandelt wird im Hochfrequenzbereich, im Dezimal-Nachkommastellenbereich. Unglaublich. Aber das zur Erklärung ist wichtig, weil da machen auch häufig die Kameraden des Forex-Marktes oder die Interessenten einen Fehler, weil sie den Unterschied zwischen Yen und also Yen-Quotierungen und Dollar-Quotierungen praktisch nicht kennt. Oder dann bezüglich, wenn man auf den Indexmarkt geht, eben da die Nachkommastellen. Aber das nur am Rande, Genau. fahr fort, die Zeit rennt geschwind. Und jetzt Die willst du ja nochmal, was hast du Zeit. gesagt? Einen Push willst du ja nochmal hier vom Leder lassen. Ja, voll. Genau. Also ich gebe hier einfach die 100 als Slippage ein, als maximales Slippage. Dann ein Stop-Loss und Take-Profit lassen wir jetzt mal weg. Dann einfach eben eine Null eingeben anstelle. Man muss hier übrigens keine Leerstelle geben. Also es ist egal, ob Sie hier keine oder 100 Leerstellen zwischen die Kommas stellen. Das wird im Kompilierungsprozess eh alles rausgelöscht. Es bloß dann dient Ihrer Übersichtlichkeit, was Sie hier eben haben wollen. Dann als Kommentar, das ist dann der Kommentar, der beim Deal wirklich angezeigt wird in der Kommentarspalte. Da machen wir mal Heiken Aschi EA rein. Eine Magic Number, das ist die Identifikationsnummer, die Sie vergeben können für den EA, damit der EA nachher seine eigenen Deals wiederfinden kann. Das ist ganz wichtig. Das ist eine ganz wichtige Nummer. Die sehen Sie zwar nirgends im Deal. Sie sehen es, wenn Sie mit der Maus drüber hovern, drüber schweben. Ich nehme hier mal einfach mal eine Zahl. Das muss eine ganze Zahl sein. Die kann zwischen 1 und circa 2 Milliarden sein. Den Maximalwert eben für eine ganze Zahl, für einen Integer. Eine Expiration, ein Ablaufdatum, Termin gibt es nicht bei einer Buy-Order, deswegen auch eine Null. Und dann können wir ihm noch eine Farbe mitgeben, eine Farbe, mit dem der Deal in den Chart eingezeichnet wird. Und für Buy-Orders nehmen wir mal standardmäßig blau. Für Sell-Orders würden wir es standardmäßig mal rot nehmen. Können Sie aber so aussuchen, wie Sie wollen. Farben werden übrigens immer mit CLR eingeführt, also Klein CLR und dann Großbuchstabe. Und dann in Kleinbuchstaben der Rest des englischen Begriffs der Farbe. Können wir übrigens mal gucken. Also wenn Sie hier Color nur CLR eingeben, dann haben Sie hier die ganze Liste an verfügbaren Farben zur Auswahl. Ja, da können wir ganz schöne Peach Puff, das klingt schön. Oder Papaya Whip. Das sind also ganz also lustige Farbennamen dabei. Also wir machen mal einfach Blue, langweilig wie wir sind. Und machen die Order-Send-Funktion einfach mit einem Semikolon zu. Jetzt aber Achtung, noch nicht kompilieren, weil wenn wir es jetzt so lassen würden und kompilieren, wäre das zwar alles korrekt, aber jetzt würde wirklich bei jedem Tick würde jetzt eine Buy-Order ausgeführt werden, weil ich habe es vorhin schon mal erwähnt, die On-Tick-Funktion wird einfach stur ausgeführt wenn von oben nach unten, von links nach rechts, bei eben Das ist doch ein spannend. mit Lass doch wenn mal laufen. Das ist doch witzig. Okay, alles klar. Ist ein frisches Demokonto, 100.000 Euro drauf. Es sollte nichts kaputt gehen. Aber schauen wir mal. Gut. So. So, jetzt geht's hier los. Ich mache hier mal den
den Terminal auf und jetzt wird wirklich hier bei jedem Tick gibt es eine Order. Ach, guck dir das an. Schön. Jetzt kommt was zusammen. Aber du Genau. hast, wir, ich sehe, wir haben gar keinen Stop-Loss und keinen Take-Profit drin, ne? Richtig, richtig. Das, ich Kommt glaube, das noch. geht jetzt auch zu weit, aber da könnte man einfach eine Zahl hier eingeben oder berechnen oder sowas, ne? Aus einem Hoch oder einem Tief oder einem Prozentsatz. Ich mache jetzt hier mal kurz diese Order-Send-Funktion raus, kompiliere ich und jetzt wird hier nichts mehr eröffnet. Ja. Einer kommt noch. Hallo? Dauert einen kleinen Moment, bis es. Sorry, ich habe jetzt hier dann reingekrätscht. Andreas, ich habe das gerade von dir zur Kenntnis genommen. Ich habe den Christoph da jetzt ein bisschen angeheizt, hier so einen Vorführeffekt wegzunehmen. Aber da sieht man mal, was passieren kann, wenn man eben so einen, ich sag mal, einen kleinen Fehler sozusagen einbaut und man sich wundert, warum feuert denn der jetzt hier im Sekundentakt ab? Es kann dann am Genau. Ende so aussehen und plötzlich wundert man sich, was hier passiert. Richtig. Genau. Also, jetzt geht es hoffentlich nach oben, damit das Demokonto hier auf 1 Million anschwillt. Super. Also, wir wollen das natürlich jetzt hier nicht, sondern wir wollen jetzt hier das Ganze, eine Buy-Order nur dann machen, wenn erstens noch keine Order besteht, keine Buy-Order und auch nur dann, wenn eben der Farbwechsel da ist. Und das fügen wir hier ein, indem wir hier eine If-Abfrage reinmachen. Also if der Farbwechsel bullish, wenn der ist gleich true ist. Okay? Also wenn wir irgendwas fragen, ist was wahr, ist was falsch oder ist das eine gleich dem anderen, dann ist eben die Programmiersprache so, dass wir doppeltes gleich, so wie hier oben haben wir ein doppeltes Und-Zeichen, analog ist es eben ein doppeltes Gleichzeichen, wenn was gleich sein soll in einer Abfrage. Und eben nur dann, wenn das eben true ist, dann sollst du hier bitte, ich rück das hier mal ein, damit wir wissen, dass es zusammengehört, nur dann sollst du bitte eine Order Send, also diese Order Send Funktion ausführen und eben eine Order eröffnen. So, und jetzt machen wir es mal der Einfachheit halber, weil um das Ganze jetzt abzufragen, besteht schon ein Deal oder nicht, ist ein bisschen komplizierter, da müssen wir einen Loop bauen oder wir müssen mit einem Objekt arbeiten. Das geht jetzt bisschen, das schaffen wir nicht mehr in 2 Minuten bis Viertel nach. Aber oder machen wir es mal, wie machen wir es? Ne, ich mache es mal ganz, ganz einfach. Damit muss auf jeden Fall hinbekommen. Ich definiere hier mal kurz die Ticketnummer. Definieren oder Ticketnummer bei und sell. So, mache jetzt hier also ein Int Ticketnummer bei und definieren, setze sie mal auf 0 als Standardwert und das gleiche bei der sell. So. Und jetzt haben wir, genau, jetzt haben wir hier die Ticketnummer, die müssen wir jetzt hier nicht mehr definieren, weil wir die ja hier oben schon definiert haben. Die Ticketnummer bei. So, wenn jetzt der Farbwechsel bullish ist und gleichzeitig die Ticketnummer bei noch auf 0 steht, ja, dann sollst du bitte hier diese Order Send ausführen und dann die Variable Ticketnummer bei mit der Ordernummer belegen. Ganz, im Prinzip ganz einfach mal gemacht. Und dann machen wir das Gleiche auch nochmal für den Sell. Ticketnummer Sell. Genau, Farbwechsel bärisch, wenn der gleich 0 ist. Und die Ticketnummer Sell ist gleich 0. Nur dann bitte eine Order Send Funktion und die Ticketnummer Cell Variable mit der Ticketnummer, die wir davon bekommen, eben belegen. Jetzt Achtung noch für die Cell Order müssen wir natürlich, wollen wir natürlich keine Buy Order ausführen, sondern wir machen OP Cell mit der gleichen Lot Size und wir können sie jetzt nicht zum Ask ausführen, sondern müssen sie zum Bid ausführen lassen. Genau. Und Stop Loss und Take Profit lassen wir jetzt auch mal leer, könnten wir aber hier noch mit eintragen.
und dann Color Blue statt Color Blue machen wir Color Red. Und dann können wir das Ganze eben auf einen einzigen Deal beschränken. Kompilieren wir hier mal. Ich hatte das hier gerade vom Chart gelöscht. Wenn ich jetzt den EA lade, sind zwar noch weitere, ja, sind zwar noch Deals vorhanden, aber diese Variable Ticketnummer Buy und Tab Ticketnummer Sell, aber Entschuldigung, ich darf die hier nicht mit Int einfach definieren, sondern ich muss sie statisch machen, damit sie nicht bei jedem Durchlauf neu belegt werden. Also Static Int, das heißt, die wird nur ein einziges Mal beim ersten Durchlauf wird diese Variable initialisiert mit 0 und bleibt danach, wie so kann man sie, also statisch, bleibt dann statisch sozusagen, so lange, bis sie aktiv von einer anderen Kraft verändert wird, eben hier jetzt in dieser Belegung der Variablen. Ja, deswegen ganz wichtig hier mit Static arbeiten. Wenn ich das jetzt hier kompiliere und den EA neu lade, dann wird der EA durchläuft ja dann zum allerersten Mal diesen Code und dann wird hier Ticketnummer Buy und Ticketnummer Sell mit 0 belegt. Und dann kann noch jetzt eine weitere Buy eröffnet werden, aber eben nur noch eine einzige, bis eben hier sich wieder was ändert. Und daran lassen wir es dann, dabei belassen wir es dann auch mal. Weil natürlich, so, jetzt gucken wir mal, wie das weiterläuft. Genau, wir haben hier false, false weiterhin. Und alles gut. Wir können uns nachher auch mal noch lassen wir uns mal die Ticketnummers noch anzeigen. Wir haben die Ticketnummer Buy und die Ticketnummer Sell. Und dann sehen wir, wenn diese Variablen belegt sind, sehen wir dann, wenn sie eben mit 0 verfügt sind oder mit einer anderen Zahl. So, jetzt müsste natürlich eigentlich noch hier rein. Also an welcher Stelle hier die Ticketnummer Buy jetzt auf 0 zurückgesetzt wird. Zum Beispiel, dass wir auch bei einem Farbwechsel bärisch müsste man ja auch noch einen Close reinmachen, dass die Long Order geschlossen wird. Aber das könnte man eigentlich noch reinmachen. Das geht einigermaßen schnell. Mal fangen wir hier oben an. Also wenn ich hier übrigens mehrere Sachen ausführen will, wenn eine solche If-Bedingung wahr ist, dann kann ich das hier in geschweifte Klammern setzen. Ja, dann wird alles, was zwischen diesen geschweiften Klammern steht, wird dann ausgeführt, wenn hier dieser Ausdruck komplett wahr ist. Also, dann machen wir hier noch einen Close rein. Wir schließen dann noch, also if die Ticketnummer Sell, wenn die größer 0 ist, dann machen wir einen, ja, müssen wir eine kleine, müssen wir einfach eine Order geschlossen, wenn wir eine kleine Variable einfügen. Order geschlossen, hallo, dicke Finger, ist gleich Order Close. Also ganz ähnlich, Order Send ist eben eine neue Order öffnen, Order Close ist eine bestehende Order schließen. Und hier machen wir dann mal die Ticketnummer Sell rein. Also die Ticketnummer müssen wir einführen. Die Order Lots, die müssten wir jetzt, ja, da müssen wir jetzt noch ein paar Sachen abfragen. Das machen wir im Fortsetzungstermin. Das machen wir, dauert jetzt zu lang. Wir lassen es einfach mal so, wie es jetzt ist. Alles gut. Machen wir mal alles zurück. Und dann ist er halt noch nicht vollständig. Ist halt so. Er ist so voll, so wie er ist, ist er jetzt eben fertig. Kann natürlich noch nicht allzu viel, kann noch nicht so viel, wie er können soll, aber Programmierung dauert halt auch immer ein bisschen, ne? Wir hatten ja jetzt als Ziel erstmal gesetzt, dass Sie das Ganze sehen und dass Sie zumindest mal einen, ja, anfänglich verwendbaren EA bekommen, mit natürlich aller Vorsicht zu genießen. Weil es ist jetzt keine Handelsempfehlung, ja, dass sie jetzt hier das handeln sollen, wenn es einen Farbwechsel gibt im Heiken Ashi, dass sie dann handeln sollen. Das können sie machen, wenn sie wollen, aber es ist von mir jetzt keine Handelsempfehlung, auch von JFD nicht. Das haben wir vorhin schon im Disclaimer gehabt. Ja, gilt jetzt einfach als Demonstration, wie man programmiert, wie man ein EA programmiert.
Ja, es fehlt ja hier noch ein, also es gibt noch einiges zu tun. Man könnte zum Beispiel sagen, mach nicht, wenn es in der aktuellen Kerze schon die Farbe wechselt. Das kann sich ja dann auch nochmal umkehren. Also wenn wir hier jetzt, haben wir vorhin, glaube ich, mal gesehen, da ging es mal kurz nach unten und dann ging es doch wieder nach oben. Also in so einer Phase wollen wir ja vielleicht noch nicht handeln. Hier, glaube ich, in dieser Kerze ging es erstmal auf Rot, dann ging es wieder auf Blau. Da wollen wir natürlich nicht handeln. Können, je nach Strategie, kann Sinn machen, muss aber nicht. Sowas müsste man noch einfügen, dass man sagen können, handel in der aktuellen Kerze oder handel auf Basis der gerade abgeschlossenen Kerze. Dann müsste man ja noch einbauen, auf jeden Fall eben ein Stop-Loss, Take-Profit, solche Geschichten, ein paar Closing-Regeln, weil aktuell macht der AI jetzt wirklich nur einen Deal auf und also einen Deal in Buy-Richtung beim ersten Buy-Farbwechsel, den er erkennt, und einen Deal Sell beim ersten bärischen Farbwechsel, den er erkennt, und sonst macht er nichts mehr. Sonst hält er einfach diese beiden Positionen, sonst ist noch nichts eingefügt. Also es gibt noch vieles im Prinzip, was man dazu programmieren kann und natürlich sollte. Das würden wir dann in einem Fortsetzungsworkshop machen. Ja, wenn Sie dazu Informationen haben wollen, dann einfach auf die schon genannte Webseite gehen. Wie haben wir das? Hier. Genau, die mindfulfx.de /ea-live. Das haben wir hier auch nochmal in groß. Und dann können Sie hier natürlich einerseits sich den Expert Advisor Code, den wir jetzt heute geschrieben haben, bestellen in der finalen Version, wie wir ihn jetzt haben. Ja, also einfach hier E-Mail-Adresse eintragen und dann auf jetzt kostenlos bestellen klicken. Wenn Sie Einladungen und Informationen zum Folgeworkshop und Discounts, Rabatte haben wollen, zum dem den AI programmieren wir noch weiter, insbesondere während des Workshops. Wenn Sie dazu Infos haben wollen, vorzeitigen Zugang und so weiter, dann hier auch bitte auf Ja klicken. Also E-Mail-Adresse eintragen. Hier ist meine übrigens. Einfach ce@mindfulfx.de. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, schicken Sie mir einfach per E-Mail ganz formlos Ihre Frage zu. Und dann auf Jetzt bestellen klicken. Und dann, ja, kriegen Sie eine E-Mail, Bestätigungs-E-Mail. Da müssen Sie einmal auf den blauen Knopf drücken in der E-Mail und dann kriegen Sie den EA, wie er jetzt heute programmiert wurde. Hier der Code, kriegen Sie den einfach von mir zugeschickt. Und dann natürlich, wenn Sie wollen, wenn Sie auf Ja geklickt haben, auch weitere Informationen zum Workshop und so weiter. Ja, Hey, dann damit ist Christoph, es erstmal genug, schön. Also glaube da ich. hast du ja noch mal gerade die Runde gefunden am Ende des Tages und ich muss sagen, die Trades sind doch schon mal ganz anständig forciert worden am Ende des Jawohl. Tages. Sag ich mal, schön abgeliefert hier die Ticks. Es hätte natürlich immer ganz wieder anders laufen können, aber insofern hast du Ja, den natürlich. Demo-Account schon mal mit 30 Euro fast gesegnet. Wir Hätte kommen wär's noch. mal in einem Echtgeldkonto gewesen. Oh mein Gott. Hätte Fahrradkette, nicht wahr? Ich meine, das ist auch ein Ja, wichtiger Tipp, genau. dass die heutigen Teilnehmer vom Webinar natürlich erstmal auch kennen und verstehen, dass das einerseits eben jetzt hier ein Show-Event war im Rahmen dessen, wie funktioniert's? Und man sollte auch Genau. generell erstmal auf einem Demo-Account auch gewisse Sachen Ganz testen, ne? Da ich ja, bloß Genau. kurz einfügen, jetzt gab es gerade hier einen Richtig. Farbwechsel und er hat dieses Sell gemacht, ne? Das ist Absolut. jetzt hier dieser jüngste Deal. Jetzt fängst du das Hedgen an am Ende des Tages. Jetzt müsstest du die Genau, Buys mal richtig. langsam schließen. Genau. Aber Aber perfekt. jetzt sehen wir, es ist eben nur ein Sell eröffnet worden, ja, obwohl es jetzt weitere Ticks gibt. Und so soll es ja im Endeffekt auch sein. Genau. Also wie gesagt, schöner Ablauf. Wie gesagt, es hat aber auch gezeigt, dass es A, ein sehr, sehr umfangreiches Thema ist und B, noch eine weitere Betreuung bedarf. Ich meine, wir werden das Webinar als Aufzeichnung im Nachgang ohnehin an alle Interessierten sozusagen versenden, inklusive deines Angebots auch nochmal, Christoph, gell? An der Genau. Stelle. Und in dem Mal hier, Zusammenhang das ist die. hier nochmal zeigen, was da abbrennt, genau. Und in dem Kontext, wie gesagt, die Web-URL hatte ich auch vorhin schon im Chat drin. Nichtsdestotrotz, wie Perfekt. gesagt, sieht man ja auch, dass es eben ein umfangreiches Thema ist. Der Peter hatte noch die Geschichte nach dem oder eine Frage nach der Geschichte. Ich möchte ein EA auf mehrere Symbole anwenden. Muss ich die Magic Number dann bei jedem Symbol im EA manuell ändern? Ist eine Frage. Das ist eine gute Frage. Ja, also grundsätzlich
kann der AI so programmiert werden, dass er seine eigenen Deals also nach Symbolen getrennt wiedererkennt. Ja, also du musst nicht sagen, hier für jede Symbol eine eigene Magic Number zu vergeben, sondern er kann so programmiert werden, und das ist auch bei mir in der Regel Standard, dass er einerseits nach Magic Number und andererseits nach Symbol filtert. Also die Kombination aus Magic Number und Symbol, das ist quasi sein Identifier, und damit kannst du mit einer Magic Number eben 10 verschiedene oder 100 verschiedene Symbole handeln. Nur wenn du dann im gleichen Symbol zum Beispiel zwei verschiedene Einstellungen fahren willst, auf zwei Charts den gleichen EA verwenden willst, dann musst du unterschiedliche Magic Numbers vergeben. Genau, das hätte ich genauso. Also ich kenne es ja auch. Ich bin ja jetzt, sagen wir mal, vorsichtig. Ich komme ja eigentlich ursprünglich aus der IT, habe da sozusagen den IT-Systemkaufmann damals gelernt. Da hatten wir auch Programmierung und hatte auch so ein bisschen Faible für Programmierung und habe, wie gesagt, auch meine eigenen Algos programmieren lassen. Auch ein Algosystem, was sozusagen mehrere Währungspaare mit dem gleichen EAA sozusagen befüttert und bestückt und überwacht. Und da hatte eben jeder Chart seine eigene Magic Number der Zuweisung eben gebraucht, damit der Algorithmus eben nicht durcheinander kommt am Ende des Tages. Und dann hast du natürlich da so auch die klare Strukturierung. Also es lässt sich da alles einstellen, justieren. Wie gesagt, es war im Prinzip wieder ein Fest an der Stelle. Fragen hielten sich weitestgehend im Überblick. Sozusagen das, was wesentlich war. Teilweise hast du auch Sachen dann schon im Vortrag selbst beantwortet, sodass ich dir auf die jetzt gar nicht eingehen muss. Das heißt, sehr, sehr übersichtlich am Ende des Tages. Und ansonsten seid ihr aufgerufen, wie gesagt, den Weblink vom Christoph zu nutzen an der Stelle, das Angebot sozusagen wahrzunehmen, damit es dann letztlich auch, ja, den Erfolg gibt und man sich da entsprechend weiterentwickeln kann und auch tut. Und wie gesagt, wir schicken noch einen Nachmelder raus. Und ich sage an der Stelle erstmal danke für deine Zeit, Christoph. Auch, dass du sozusagen uns hast mal über deine Schulter blicken lassen, wie das sozusagen abläuft. Und wie gesagt, das war jetzt ein Einstieg in das Thema. Planst du denn noch weiteres? Lass uns mal wissen, was ist denn noch zu erwarten so grundsätzlich? Ja, wenn Interesse besteht, dann würden wir jetzt diesen EA einfach weiterentwickeln. Ich denke mal, auf Heiken-Ashi-Basis, das ist ganz cool. Dann könnten wir noch Supertrend einfügen. Der ist auch immer ganz beliebt. Oder auch anders, vielleicht mal noch ein Standardindikator wie ein MA oder sowas. Da würde ich dann im Prinzip an die Runde geben, was da gewünscht ist, und dann was machbar ist in vielleicht einer dreiteiligen Workshop-Serie. Das dann eben planen und dann dazu einladen. Also haben wir im April, Mai auch schon mal gemacht mit dem Open Range EA. Und das war wirklich eine sehr, sehr angenehme, sehr spaßige Geschichte. Da hat man dann zuerst in einer dreiteiligen Serie sagen wir, die Basissachen fertig programmiert. Und dann gab es nochmal einen Aufbau-Workshop mit noch zusätzlichen Funktionen. Da haben wir dann sozusagen die Deluxe-Version des EAs erstellt. Und da machen wir es auch wieder so, dass wir für JFD-Kunden einen schönen Discount vorhalten Super. für die Workshop-Teilnahme. Genau, damit sich ja auch, muss sich ja lohnen, hier bei JFD-Kunde zu sein. Ist eh schon meiner Ansicht nach Top-Broker. Also ich sehe es immer wieder an, ich handle bei verschiedenen Brokern, unter anderem deswegen, weil ich in USA ansässig bin und ich daher bei den allermeisten Brokern kein Konto haben darf, sondern nur bei US-lizenzierten Brokern, ist auch eine wilde Geschichte. Aber ich sehe es halt an Konten, auf die ich auch Zugriff habe, die bei JFD laufen, Echtgeldkonten, die Ausführungen sind immer top, und ja, Swaps sind angemessen, also die Übernachthaltekosten. Richtig. Ich bin grundsätzlich sehr begeistert Das. von euch, von dir, von eurem ganzen Angebot. Liebe Leute, Ja, jetzt muss ich sagen, ich habe dem Christoph seinen Speech jetzt zum Abschluss nicht gekauft. Ne? Aber das ist ja, ja, man muss ja ehrlicherweise sagen, wir haben ja schon lange Kontakt und ich habe natürlich offeriert, lasst uns doch mal was zusammen machen, lasst uns doch mal hier ein Stück weit Kalkulationen für die Kunden machen, also sprich Bonis oder, also Bonis ist immer der verkehrte Ausdruck, aber ein Vorteil für JFD-Kunden, weil eben bei uns sie mit Sicherheit die bessere Ausführung kriegen. Und da hast du, wie gesagt, damals ja auch noch andere Broker und hast dann eben auch festgestellt, wo der Unterschied liegt. Und es sind kleine Feinheiten. Manche Broker haben zum Beispiel die Baby
Pips, wie vorhin der Andreas schrieb, oder die Pipette teilweise immer noch nicht im MetaTrader drin. Das heißt, beim Euro-Dollar hast du nur 4 Nachkommastellen und die fünfte ist einfach mal gar nicht da, wo der Broker da eben wirklich ein bisschen rumspielen kann und der guckt ruhig mal hinter die Kulissen. Da ist JFD, wie gesagt, doch schon eine ganz andere Bank. Neben dem, dass wir mit dem MetaTrader 5 jetzt auch den echten Aktienhandel haben, du alles aus einer Plattform hast, wir eben kein Market Maker sind, der gegen den Kunden tradet. Das sind viele, viele Sachen, die man einfach eben auf der Agenda haben muss, wenn man es ernst meint. Und mit dir, Christoph, haben wir natürlich jemanden, der das Ganze auch nutzt, um den MetaTrader, der ein bisschen eingestaubt wirkt, aber durch den Programmierfaktor, durch die MQL-Codesprache sozusagen eben auch wirklich modernisiert werden kann und eben auch einem viel Genau. abnimmt. Ja, so rein klassisch der nackte MetaTrader ist natürlich da so mit den Buttons und mit den Tools recht bedürftig, wobei ich aber auch sage, schaut euch auch unser Add-on-Paket an. Das sind die, ist der MetaTrader 4 Plus sozusagen. Da haben wir den Mini-Terminal. Da hast du, sage ich mal, auch verschiedene Order-Möglichkeiten. Da gibt es schon viel fertig, was den MetaTrader wirklich upgradet und in, sage ich mal, das 21. Jahrhundert wirklich zieht. Und insofern, weil es wirkt manchmal so ein bisschen wie 80er-Jahres-Style, so die Optik, die reine und auch die Programmiersprache. Aber es ist dennoch was, wo man sagt, nein, das Ganze hat schon seinen Hintergrund und man kann mit dem MetaTrader da durchaus viel machen. Und ja, der Marktzugang ist entscheidend. Drum, neben dem, dass du gerade das Lobeslied abgelassen hast, will ich auch eben sagen, danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, liebe Teilnehmer. Ich hoffe, ihr konntet über die Schulter schauen und nehmt das Angebot von Christoph wahr, zum einen den EA zu erhalten, den ihr hier bekommt. Und in jedem Falle würde ich hier sozusagen eine ja, Anschlussserie dran knüpfen. Da können wir uns ja nochmal abstimmen, Christoph, beziehungsweise du bei den Kunden. Und da ist jeder völlig frei, genau wie bei der Brokerwahl, wie bei dem, was er handelt. Kann sich ja hier eintragen, registrieren, auch jederzeit wieder austragen lassen. Aber ich würde es mir natürlich wünschen, Genau. dass noch mehr Leute den, ich sag mal, zu Teilen automatisierten Handel, geht es auch um Positionsgrößenbestimmung. Das muss man alles heutzutage nicht mehr manuell machen, sondern das nimmt einem der Algo wirklich ab, beziehungsweise gewisse Tools, wo man einfach sagt, 1% von der Equity oder von der Balance automatisch berechnen, Positionsgröße sofort da. Das heißt, da muss man nicht mehr mit Excel-Tabellen oder Taschenrechner rumhantieren. Da kann man viel automatisieren, neben dem, dass man komplette Trades eben auch hier abspulen kann, wie jetzt mit den Heike Naschi-Kerzen, mit der Signalgenerierung, Farbwechsel und dergleichen, sensationell. Also, insofern, Christoph, danke für deine Zeit, insbesondere auch für dein, sage ich mal, ja, dein Weitergeben der Kenntnisse. Ich hoffe, liebe Laienteilnehmer, euch hat es gefallen. Link, wie gesagt, baue ich unter das YouTube-Video auch noch ein, beziehungsweise wir laden das auch auf unserem Channel hoch. Christoph wird es auch bekommen und ihr seid aufgerufen, euch hier wirklich einzutragen, mitzumachen und vor allen Dingen eben auch mit dem richtigen Broker, Schrägstrich der Bank mittlerweile am Markt aktiv zu sein. Und insofern würde ich dann langsam das Ende finden wollen. Für jeden von euch, wie gesagt, wir schicken nochmal den Nachmailer mit der Aufzeichnung und auch sicherheitshalber nochmal mit dem Link, weil ich weiß, wir hatten schon Kundenanfragen, ob es eine Aufzeichnung geben wird, können leider nicht dabei sein, haben sich zwar angemeldet. Insofern werden wir da auch Sorge tragen, dass da keiner was verpasst. Und insofern kommen hier schon die sage ich mal, Statements in den Chat. Auch Christoph, für dich, vielen Dank, war ein super Webinar, war nice, sehr informativ, vielen Dank. Auch nochmal komplett in die Runde für Super. alle. Super, Rainer, Peter, Damien, super, alles wunderbar, das freut mich. Wir haben auch einige Damen am Start heute gehabt. Das hat mich auch überrascht, gerade Programmieren, ein trockenes Thema, aber auch hier die Damenwelt dabei. Also insofern kunterbunt, ein großes Auditorium. Das freut mich wirklich, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und insofern würde ich es beenden, Christoph, dir sei das Schlusswort sozusagen übergeben. Und wenn du dann sagst, so aus die Maus, Mickey Maus, dann würde ich sozusagen langsam das Webinar abschalten und sozusagen den Raum schließen. Aus die Maus, Mickey Maus. Ciao dabei. Tschüss.